Da ruft ihr mal bei der Deutschen Bahn an und sagt so, ein Gleis liegt auf dem Bahndamm. Sagt er von der Deutschen Bahn, ja, gehört doch hin. Ne? 20 Minuten später, wieder Telefon, jetzt wurde der alte Mann überfahren. Mein Gott, nicht schlecht. In den Rocky Mountains ist es wieder soweit. Der Winter naht, die Leute hacken Holz. Ja? Überall wird Holz gehackt, dann fallen sie wirklich. Und dann sagt einer so aus der Gruppe raus, hör mal, da oben, da wohnt doch hier so ein Indianer, der ist so allwissend. Wir fragen mal den, wie der Winter wird. Ja? Der kann uns vielleicht was sagen und dann wissen wir ganz genau, was wir machen müssen. Die gehen dann, hör mal, wie wird denn der Winter? Oh, sagt er, der Winter wird hart. Der wird richtig hart. Und die gehen hin und hauen noch mehr Holz. Und dann sagt einer, weißt du was, ich frag den nochmal. Wird der wirklich so hart? Oh, der wird richtig hart. Also der Winter, das wird richtig hart. Ach, die hacken noch mehr Holz und dann irgendwann geht einer hoch. Hör mal, wie kommst du eigentlich darauf, dass der Winter so hart wird? Ja, der weiße Mann hackt viel Holz. Manchmal kann ich mich küssen. Ein paar Kinder spielen im Keller, die Mutter ruft von oben so runter. Was macht ihr da unten? Wir ficken. Ja, Gott sei Dank, ich habe gedacht, ihr raucht. Polizist hält ein Auto an, die gucken da durch die Scheibe, ne, mal kurbeln mal runter, kurbeln runter, sitzt ein Schäferhund dahinter, hinterm Steuer. Der guckt nach hinten, sitzt einer auf der Rückbank. Sind Sie bescheuert? Wie können Sie den Hund denn hier fahren lassen? Nee, der Hund gehört mir nicht, das Auto auch nicht, ich bin Anhalter. Brüller. Eine Blondine in Indien fragt einer, was machst du denn hier? Ja, ich habe das hier beim Arbeitsamt hab ich so ein Büro gesucht und die haben gesagt, das ist am Ende des Ganges. Mein Gott, ist das schlecht. Ein Mann geht zum Optiker und sagt, ich hätte gerne eine neue Brille. Sagt der Optiker, ist die alte nicht mehr scharf genug? Und dann, da geht sie einen Scheißdreck an, ich brauche eine Brille. Ein Pfarrer hält eine Predigt oben vor eine Kanzel aus und merkt, er muss unheimlich, also er hat Blähungen, er muss unheimlich furzen. Anders kann man das nicht sagen. Sagt er, aber kann ich hier, das schallt doch hier in der Kirche. Das kann ich nicht bringen. Da denkt er, weißt du was? Wenn ich mit der Predigt fertig bin, haue ich die Bibel so zu, so laut, dann in dem Moment lasse ich einen, das kriegt keiner mit. Nee? Und er haut die Bibel zu, in dem Moment lässt er einen fahren und wirklich keiner hört das. Auf einmal fällt hinten ein Nagel runter, hängt Jesus an der Wand. Nicht so ernst nehmen, ihr Religiösen.